bin Amy und ich beschäftige mich schon über 2 Jahre mit Minimalismus. Aber es gibt natürlich einige Dinge, die dir niemand über Minimalismus sagt. Du darfst mir gerne einen Daumen nach oben geben und mir einen Kommentar da lassen und mich auch gerne abonnieren, weil das hilft mir unglaublich, meinen Kanal voranzubringen, damit mehr Leute meine Videos sehen können. Und ich habe mein großes Ziel, eine größere Community zu werden. Und dadurch, dass ihr mir einen Daumen nach oben gibt und Kommentare da lässt, komme ich an eine größere Sichtweise. Es macht mich so happy und ich sehe uns schon hier wachsen. Deswegen danke, danke, danke an alle, die hier neu dazukommen. Sagen ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go! Minimalismus ist nicht für jeden gleich. Jeder hat andere Bedürfnisse und andere Wünsche. Das heißt nicht, dass das Rezept für den einen auch das Rezept für den anderen ist. Jeder mag es ein bisschen anders und individueller und deswegen kannst du Minimalismus auf deinen Lebensbereich integrieren und einbauen. Und das heißt nicht, dass wenn Person A das so macht, dass du es genau gleich machen musst. Minimalismus heißt nicht, dass du nur 100 Dinge besitzen darfst. Das heißt nicht, dass du jetzt x-beliebige Teile besitzen darfst von einem bestimmten Objekt oder einem bestimmten Kategorie und nur so viele von der anderen Kategorie. Manche sind extreme Minimalisten und möchten nur 100 Teile besitzen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber es gibt auch noch diese andere Gruppe, die ein bestimmtes Hobby hat und da etwas mehr Sachen hat. Das heißt jetzt nicht, dass du als Minimalist nur eine bestimmte Anzahl von Dingen besitzen kannst und das alles andere loswerden musst. Jeder kann es für sich selber definieren, was Minimalismus für ihn heißt, was er für wichtig erachtet in seinem Leben und wie viel er von was haben möchte. Da kannst du für dich einfach finden, was sich richtig anfühlt und somit dein eigenes Rezept quasi für Minimalismus finden. Minimalismus ist eine Reise. Ich mache das Ganze jetzt schon seit fast 2 Jahren. Ich dachte auch, okay, wow, ich habe bestimmt viel, viel schneller die Dinge aussortiert, bin dann weitergekommen, aber auf der anderen Seite habe ich auch so meine Struggles. Und ich habe auch eine Box im Eck da hinten stehen, um ehrlich zu sein, mit Klamotten, die ich aussortiert habe, die ich noch nicht verkauft bekommen habe und sich jetzt noch summieren und stapeln. Aber ich habe weniger in meinem Kleiderschrank. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich deswegen kein Minimalist bin, wenn ich die Sachen nicht loswerde, sondern es ist okay, es ist eine Reise. Man muss nicht alles von heute auf morgen losbekommen haben. Ich finde tagtäglich noch Sachen, die ich ausmisten möchte, wo ich mich minimieren möchte. Man kann das nicht von heute auf morgen schnell voranbringen, weil manche Sachen, wie auch bei Kosmetikprodukten, muss man Dinge aufbrauchen und das braucht seine Zeit. Andere Menschen urteilen, obwohl sie dich nicht kennen. Ich würde sagen, das trifft nicht nur den Bereich Minimalismus. Viele stecken nicht in deiner Haut und viele denken hier so, hey, du bist doch Minimalist, warum hast du dann diese Sache oder warum kaufst du denn noch Dinge ein? Bitte lass dich davon nicht verunsichern, weil sie stecken nicht in deiner Haut. Sie wissen nicht, wo du durchgehst und es kann ja auch sein, dass dir manche Dinge Freude bereiten und die du kaufen kannst. Menschen urteilen, Menschen tendieren dazu zu urteilen und machen sich ein Bild über eine Sache, die sie eigentlich gar nicht kennen. Minimalismus soll dir aber Raum geben und dich glücklich machen. Und soll sich für dich gut anfühlen. Eliminiere da auch die Leute, die dir ein schlechtes Gefühl haben. Und zeig ihnen vielleicht auch, was es dir Positives bereitet. Und auch, dass du damit erst anfängst. Und es tut richtig, richtig gut, Sachen zu verschenken und zu spenden. Ja, das hätte ich selber auch nicht so sehr gedacht. Aber ich habe solche Glücksgefühle immer, wenn ich was auf Kleiderkreise verkaufe, wenn ich was auf eBay verkaufe oder auch verschenke, weil ich einfach sehe, dass die Sachen, die ich nicht mehr genutzt habe, anderen so eine große Freude machen, wie sie sich einfach darüber freuen. Gibt mir so ein tolles Gefühl auch, zu sehen, dass mein Kleidungsstück ein neues Zuhause bekommt. Oder ich habe meinen Sitzsack verkauft. Ich habe den wirklich nicht benutzt. Er stand bei mir wirklich nur im Eck rum. Und jetzt zu sehen, dass jemand anderes Freude daran hat, das macht mich so, so glücklich. Das ist nicht immer einfach. Ich weiß, es fällt einem schwer, manche Sachen loszulassen und sich von alten Dingen zu trennen. Besonders, wenn hinter den Dingen auch Erinnerungen stecken. Mir fällt es auch nicht immer leicht, von manchen Dingen mich zu trennen, weil ich manche Sachen einfach schon länger habe. Manche Dinge erinnern mich auch an eine bestimmte Zeit und an Dinge, die ich erlebt habe und so. Und da fällt es mir auch schwer loszulassen. Und es ist auch völlig okay, Zeit zu brauchen und dass es nicht immer leicht ist, aber man merkt, dass es mit der Zeit leichter wird. Und wenn du siehst, dass es dir gerade in diesem Moment schwerfällt, diese Sache aussortieren, heißt es nicht, dass du deswegen nicht minimalistisch bist und dass du nicht minimalistisch leben kannst. Du kannst diesen Punkt dann wann anders nochmal angehen. Außerdem ist es ja auch eine Sache, dass man sich viele Dinge nicht nur materiell aussortiert, sondern auch viel auf der mentalen Ebene. Und das ist auch eine Sache, die ein Prozess ist und die Zeit braucht. Es fällt einem teilweise schwer, aber du bist da nicht alleine und sprech da einfach mit anderen Leuten auch drüber. Sei nicht so hart zu dir selber. Das Gute ist dann auch, wenn du dir vor Augen führst und dein Ziel wieder hast, was für tolle Gefühle es dir geben soll, was dein Warum dahinter ist. Kleines Secret.
Minimalisten sind nicht perfekt. Wir machen auch Fehler, wir lassen uns auch verleiten, wir kaufen uns Dinge ein, wir machen auch Fehlkäufe und lernen das auf diese Weise. Ich habe das auch schon oft genug gemacht und ich dachte mir einfach anfangs, okay, ich kann jetzt die und die Sachen nicht mehr haben oder sonst was. Aber ja, wenn man sich überfordert mit Sachen, dass man es sofort perfekt machen muss, geht das gar nicht. Und kein Mensch ist perfekt, man kann nicht perfekt sein. Minimalisten sind auch nicht perfekt. Ich will hier auch deswegen mich so authentisch wie möglich zeigen, damit könnt ihr euch mit mir identifizieren. Und das ist für mich am wichtigsten, dass ihr seht, ich bin ein Mensch. Da können wir uns ein bisschen gegenseitig dann auch unterstützen. Und ich bin nämlich auch ein großer Shopper. Oder ich war ein großer Shopper. Jetzt fällt es mir auch manchmal schwer, Pflanzen zu widerstehen oder Bücher. Kleidern kann ich mittlerweile selber widerstehen. Aber es gibt auch für mich Bereiche, die mir echt schwer fallen. Klar, es kann viele Probleme lösen und Geld sparen. Wenn du jetzt denkst, du hast mit Minimalismus das Geheimrezept für all deine Probleme gefunden. Nein. Viele Dinge sind auch viel tiefgründiger und gehen viel tiefer in die Psyche rein, wo du Probleme vielleicht hast. Und das heißt nicht, dass du, wenn du diese Sache dann machst, dass damit alles gelöst ist. Es kann natürlich ein guter Prozess sein, viele Sachen zu verarbeiten und dich besser zu fühlen und leichter zu fühlen. Aber manche Dinge können auch tiefgründiger sein. Und das heißt jetzt nicht, dass du damit all deine Probleme löst. Oft kauft man ja einfach nur Sachen, weil man sie haben möchte in diesem Moment. Aber ich finde auch, dein Mindset ändert sich sehr über die Zeit. Und klar, es löst nicht alle Probleme, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr deine Geldgedanken. Du musst es nicht auf alle Lebensbereiche ausweiten. Wenn du ein bestimmtes Hobby hast, Fahrradfahren, Malen, Lesen, Gärtnern, Kochen, dann heißt das nicht, dass du Minimalismus auf all diese Bereiche ausweiten musst. Du kannst mehrere Bücher haben, wenn du gerne liest. Das heißt jetzt nicht, dass du in jedem Bereich perfekt minimalistisch sein musst. Das auf die Bereiche ausweiten, die du für sinnvoll erachtest. Dinge, die du denkst, da brauchst du ein bisschen mehr, weil es auch dein Hobby ist, dann kannst du da natürlich mehr haben. Nicht jeder ist in der Hinsicht gleich und nicht jeder hat ein Handbuch, wie man minimalistisch zu leben hat, sondern schau da nach dir, wenn es dir eine Freude bereitet, dann hab das. Und wenn nicht, dann kannst du natürlich auch weg. Du musst nicht dem Klischee entsprechen. Viele haben ja ein bestimmtes Klischee oder ein Bild von Minimalisten, wie sie zu leben haben. Sie besitzen wenig, sie ernähren sich so und so. Aber du musst dem alle nicht gerecht werden. Minimalismus soll in dein Leben passen. Es soll dir gefallen und es soll dir ein gutes Gefühl geben und dich gut fühlen lassen. Wenn du also ein paar Dinge mehr besitzen haben möchtest, ist das okay. Wenn du ein paar weniger Dinge besitzen möchtest, ist das auch völlig okay. Wenn du deine Wohnung etwas bunt haben möchtest und sie nicht diesen schlichten, schwarzen, grauen, weißen Tönen haben möchtest, wie man das sich so vorstellt von Minimalisten, dann kannst du das natürlich auch machen. Ich habe auch eine rote Wand. Bin aber auch zu faul, um ehrlich zu sein, um sie zu streichen. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich auch hier das komplett clean und alles haben möchte. Ich stehe auch voll auf diesen Boho, chill, cozy Style. Und das ist auch völlig in Ordnung. Letztendlich kann man doch einfach sagen, Minimalismus soll sich gut für dich anfühlen. Es soll in dein Leben reinpassen und es soll sich auf dein Leben anpassen. War das jetzt doppelt gemoppelt? Du sollst dich damit gut fühlen und du sollst Glücksgefühle haben. Vergleich dich also nicht mit anderen, wie sie das Ganze handhaben und wie sie Minimalismus auffassen, sondern schau danach dir und was dich glücklich macht. Denn wir Menschen sind doch alle individuell und jeder hat so seinen eigenen gewissen Stil. Und deswegen passt es nicht, eine Sache, wie jemand anderes sich verhält, das auf dein Leben einzuimplementieren. Das habe ich jetzt oft gesagt in dem Video, aber ich glaube, das sollte auch so die Kernbotschaft sein, dass die einzige Sache, wo du beim Minimalismus schauen solltest, nach dir ist, ob es sich für dich richtig anfühlt. Das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe wirklich sehr, es hat dir gefallen und dass du siehst, Minimalisten sind nicht perfekt und das sind so ein paar Dinge, die dir niemand so über Minimalismus sagt. Falls du noch was hast, was dir noch nie so jemand über Minimalismus gesagt hat oder sowas, dann schreib's gerne in die Kommentare. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich sehr über einen Daumen nach oben, weil so können mich mehr Leute sehen, es können mehr Leute meine Videos erreichen. Dadurch kann meine Community hier größer wachsen und ich freue mich wirklich riesig darüber. Ich poste jeden Sonntag um 11 Uhr hier ein Video und du darfst mich sonst auch gerne auf Instagram noch auschecken. Da poste ich auch noch regelmäßig Sachen. Falls ihr da auch Wünsche habt, was ich auf Instagram noch ein bisschen zeigen soll, dann lasst mich das auch gerne wissen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Ich drücke dich ganz fest und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss! Ich glaube, wir haben es langsam kapiert. Eigentlich dieses Haar hier.